How's man talk about pressure? I don't feel pressure. Send a text on the chat line, give out some testers. Then back to my leisure. I got bro to the end card, that's my brother. That's my brother, that's my brother. Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute ist Match Day. Kein Lifestyle-Vlog. Dieser Gast von The Dribber. No. Heute ist Match Day, Leute. Wir haben 9.30 Uhr. Und 12.30 Uhr ist Treffpunkt, deswegen will ich gar nicht so viel reden. Ich war mich jetzt auf dem Weg zum Gelände, würde mich ein bisschen aufwärmen, ne? Ein bisschen dehnen, ein bisschen auf dem Fahrrad gehen, mich ein bisschen ready machen fürs Spiel. Sieht gerade noch crazy aus. Aber egal. Ich habe richtig Bock auf das Spiel heute. Spielen wir gegen Zwickau zu Hause. Es sollen über 10.000 Zuschauer kommen oder 10.000 sollen kommen. Also es wird ein geiles Spiel, weil das wird das Spiel der Saison. Das wird auf jeden Fall das Spiel der Saison. Und ja, ich möchte einfach vorbereitet sein. Ich habe ein bisschen Knieschmerzen hier und hier, beide Seiten, aber egal. Heute gehen wir über den Schmerzpunkt. Deswegen, let's go, guys. Let's go. Damn, Wetter sieht so gut aus. Yeah! Ja, aber ich habe eine Sache vergessen, Leute. Ich hab den Ball vergessen! Alright, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt los. Es ist halt los, wir gehen ein bisschen früher wie sonst losgehen, weil ich Tape an meiner Hand brauche. Tape an meinen Knien, Tape an meinem Fuß, deswegen dauert alles heute ein bisschen. Aber ja, ich würde sagen, let's go. Wir sehen uns nach dem Spiel, Leute. Bye, bye. Gewonnen, Leute. Ich bin über glücklich, dass wir das Spiel für uns entscheiden konnten. Ja, wie ihr sehen könnt, fahre ich jetzt nach Hause, werde chillen, mich ausruhen. Ja, heute war Derby. Keine Ahnung. Vielleicht gehen wir heute noch raus mit den Jungs, mal schauen. Und wenn nicht, dann wird es ein entspannter Abend. Auf chillig. Ja, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Abonniert den Channel, kommentiert und lasst ein Like da und lasst sehr, sehr viel Liebe da, Leute. Es ist crazy, dass wir über 1000 Follower jetzt haben in so einer kurzen Zeit. Das ist wirklich sehr, sehr crazy und da kann ich nur euch danken dafür. Deshalb viel Love, much Love, Gang Shit. Bye, bye. So, Guys, was ich definitiv noch vergessen habe, ist Danke.
Einfach nur ein Danke an euch. Ich bin mir sicher, dass wir jetzt in den nächsten Tagen die 1050 knacken werden. Das heißt, es wird ein Trikot zu verlosen geben. Aber die andere Frage ist, wie bekommt man dieses Trikot? Ich werde mit euch eine Fußball-Challenge machen. Das heißt, der Gewinner von dieser Challenge bekommt dann mein Trikot. Der zweite bekommt was anderes, der dritte bekommt was anderes. Und 5 Teilnehmer werde ich mir aussuchen. Wer mitmachen möchte bei dieser Challenge, die wird gefilmt, die wird auf YouTube gestellt. Wenn ihr Bock habt mitzumachen bei der Challenge, um ein Trikot zu gewinnen, also der erste Platz gewinnt ein Trikot, der zweite Platz bekommt was anderes und der dritte Platz bekommt was anderes. Und die letzten zwei leider nichts, weil sie verloren haben. Aber vielleicht lasse ich mir auch für euch was einfallen, dass jeder was bekommt. Aber ja, das wäre eine Fußball-Challenge. Ein paar Aufgaben, die es zu erledigen gibt. Wird alles gefilmt, kommt alles auf YouTube dann am Ende des Tages. Und ihr müsst Bock drauf haben. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist mir auf Instagram schreiben, wie ihr heißt, wie alt ihr seid, was für eine Position ihr spielt und mir ein kleines Video schicken von euch, wie ihr Fußball spielt. Und Alter ist völlig egal, ob ihr 12 seid, ob ihr 16 seid, ob ihr 18 seid und ob Mädchen oder Junge, es ist egal. Ihr könnt alle mitmachen, aber ich brauche genau 5 Stück, 5 Players, 5 Spieler oder Spielerinnen brauche ich. Und dann können wir die Challenge machen, Leute. Genau. Und wenn ihr mitspielen wollt, das allererste, was ihr zu machen habt, ist bei meinem letzten Beitrag auf Instagram kommentiert 777 Gati, also mein YouTube-Namen hier. Das da. Bing. Einfach nur das unter meinen letzten Beitrag auf Instagram. Bitte kommentieren. Also mein aktuelles Bild auf Insta kommentieren. Und mein aktuellstes TikTok, was ich gepostet habe, kommentieren und dann weiß ich Bescheid. Also, wie gesagt, die Bedingungen sind kommentieren, sowieso müsst ihr mir folgen, dann mir eine kleine Bio von euch schicken. Genau. Und das war's, Leute. Genau. Ich freue mich auf euch, für alle, die mitmachen, nicht mitmachen oder nicht mitmachen wollen. Ihr verpasst was. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Kommentiert, liked und subscribed. See you guys, family.